Da der Adlerhalter heute leider Zahnprobleme hat und keine Shows gibt, sehen wir uns jetzt mal an, wo die Jurten gemacht werden. Und ich dachte mir, da gehe ich jetzt auch mal mit. Das klingt sehr interessant, da ich jeden Tag in der Jurte esse auch. Viel Spaß! Die Entstehung einer Jurte ist in drei verschiedene Stationen unterteilt. Zumindest war es in meinem Fall so. Ich kann nicht für jeden sprechen, aber ich denke, dass es relativ universal so gemacht wird in Kirgisistan. Zum einen haben wir hier, wenn ihr schon mal seht, den Bereich Holz. Und dort geht es darum, die langen Weidenzweige erst einmal zu biegen, indem man sie in diesem kleinen Kanister, den ihr dort hinten seht, mit Dampf erstmal weich macht, dass sie biegbar sind und sie dann an dieser Stange immer in die richtige Form anpasst, da sie etwas gebogen sein müssen, um doch diese kuppelförmige Struktur und Form der späteren Jurte dann anzunehmen. In dieser Station werden zwei verschiedene Parts erstellt. Zum einen gibt es die langen holzhölzernen Stangen, die das Dach stabilisieren und auch bilden. Das habe ich auch schon mal bei unserer eigenen Jurte oder bei der Jurte in der Familie, in der ich gelebt habe, miterleben dürfen, dass man die Jurte auf- und wieder abbaut. Und das kann ganz schön schweres Unterfangen sein. Deswegen war es für mich umso beeindruckender zu erfahren, dass sie damit eben gereist sind früher und dass es quasi ein Mobile Home für die war, für die Kirgisen, die damals nomadisch gelebt haben und heute nur noch sehr, sehr, sehr selten. Auf jeden Fall sind diese äußeren Stangen nicht die einzigen. Es wird auch noch eine Art, ja, wie eine Art Zaun oder ein Ring außenherum gebildet für die Höhe von 1 Meter, würde ich mal sagen, oder ein bisschen drüber auch noch, die ganz außen das Ganze stabilisiert und den so ein bisschen auch gegen den Wind schützt, wo dann der Filz draufgelegt wird. Diese beiden Dinge sieht man dann da und es wird mit Jagddarm verstärkt und zusammengebunden. Neuerdings kann man auch verschiedene Textilien oder Kunststofffasern dort finden, aber traditionell wird es mit Jagd gemacht und so wird es da auch gemacht, entweder mit der Haut direkt oder eben mit Darm. Bei meiner zweiten Station, die ich besuchen durfte, wurden die Matten gefilzt auch. Dabei ging es aber nicht ausschließlich darum, die Bodenmatten zu filzen. Das kommt erst später. Hier war es Filz für den Eingang. Der Eingangsbereich einer Jurte ist ganz speziell, da es eine Art Bastmatten sind. Es werden verschiedene Pflanzenstränge zusammengebunden und darin nochmal mit gefärbter Wolle, wie ihr hier seht, das Ganze verziert. Diese ganzen Filzapplikationen im kleineren Maßstabe werden dort gemacht. Im dritten Bereich geht es dann um die Teppich-, Weber- und Gerberei. Dort werden verschiedenfarbige Filze zusammengewoben und ge eben gefilzt zu einem richtigen Teppich. Ich habe mir dort selbst auch einen mitgenommen, weil ich die ganz schön fand. Und von diesen ganz kleinen Sitzpolstern, die man in Taxis oft sieht, bis zu, ja, ich schätze einmal 40 bis 50 Quadratmeter großen runden Teppichen für das Jurteninnere kann man dort alles finden. Und damit kann ich mich auch schon wieder bedanken fürs Zuhören oder Zusehen ja auch. Mit einem etwas anderen Video heute einmal. Die Aufnahmen ließen leider nicht so viel Spielraum, deswegen dachte ich mir, ich mache einfach mal so ein Voice-Over und probiere mich damit aus. Wenn euch das gefällt, könnt ihr es irgendwie in die Kommentare schreiben. Wenn nicht, dann ja. Ich schaue einfach, dass ich schöne Videos wieder bekomme und freue mich einfach auf eure Rückmeldung. Und damit kann ich auch schon wieder sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dann kommt vielleicht schon eine Adlershow, an der ich gerade dann beim Schneiden bin. Das war jetzt nur wesentlich einfacher zu cutten als so eine große Show, die über mehrere Wochen dann auch ging. Ja. Damit verabschiede ich mich auch schon wieder und bis zum nächsten Mal. Euer Gucke sagt Adios.